Der Tag steht unter dem Motto Bildung im digitalen Zeitalter. Das heißt, es geht um digitale Bildung, digitales Lernen. Und das wollen wir in allen Spielarten diskutieren und auch ein bisschen erforschen. Und das Ganze füllt hier das Rathaus. Auf dem Marktplatz ist eine Zeltstadt errichtet, wo man alles Mögliche erfahren kann rund um dieses Thema der alten Kämmerei und auch an vielen anderen Orten. Wir haben den Tag des Handwerks mit dem Tag der Bildung zusammengelegt, weil uns das Thema so wichtig ist. Und wir haben hier unsere Handwerkerstadt vor dem Kaschhaus aufgebaut und hinter uns sind die Metaller. Die machen Feuer und schmieden Eisen. Wir haben viele, viele Stände, hier ist richtig was los. Mit dem Fokus, bei dem man quasi zwei große Themen fusioniert, Bildung und Digitalisierung, zeigt man einfach, wie beide Themen eigentlich Querschnittsthemen für den Alltag und das Leben hier in der Stadt bedeuten. Und das Spannende ist, dass man sieht, wie Handwerk eigentlich einhergeht mit Infrastrukturveränderungen von der Stadt. Man kann, glaube ich, hier von Düsseldorf in der Tat einiges lernen. Kids heute wachsen auf mit Smartphone und iPad und es sind natürlich auch Dinge, die wir pädagogisch nutzen können, nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck, dass tatsächlich hier Bildung zeitgemäß stattfinden kann. Die Stadt Düsseldorf geht voran, sie geht mächtig voran, denn Bildung ist das beherrschende Thema der Zukunft und alle, die in der Stadt Bildung anbieten, Handwerk, Handel, Industrie und natürlich die Stadt, wir gehen gemeinsam voran und das ist eine richtig gute Botschaft.